Daher möchte ich Ihnen aber einen Mann vorstellen, der international für Aufregung sorgt. Sein Name ist Wolfgang Flatz. Er ist ein Vorarlberger Aktionskünstler und er hat sich bei seinen Aktionen schon mehrmals verletzen lassen. Also zum Beispiel hat er das Vernissagenpublikum aufgefordert, ihn mit Dartpfeilen zu bewerfen. Das klingt schräg. Gleich ist er bei uns zu Gast. Jetzt ist er mit einer neuen Schau in Bludenz am Start und besucht uns in wenigen Augenblicken im Studio. Eine veritable Rauminszenierung hat Flatz in Bludenz geschaffen. Die Galerie wurde zum Konferenzzimmer. In der Mitte der Verhandlungstisch, an den Wänden jene Waren, um die es geht. Stoffe mit Bestellnummern versehen. Wie ein riesiges begehbares Musterbuch, daneben afrikanische Masken. Große Themen wie Globalisierung, Kapitalismus und Kolonialismus auf dem Prüfstand. Im Prinzip, wie der Kapitalismus funktioniert, so viel wie möglich Ware dahin zu transportieren, so viel Kohle wie möglich abzuschöpfen, sage ich jetzt mal im Slang. Doch so leicht entschlüsselbar Flatz-Inszenierung auf den ersten Blick scheint, die Hintergründe sind weit komplexer. Alle Stoffe sind real, ihre Nummern entsprechen jenen in den Musterbüchern von Getzner Textil. Als Flatz auf die Bludenzer Firma aufmerksam wurde, war die Überraschung groß. Getzner beliefert an die 16 westafrikanische Staaten mit hochwertigem Damast, 32 Millionen Meter Stoff pro Jahr. Flatz ortet am Beispiel Getzner eine neue Art afrikanisch-europäischen Handels. Hier finde wechselseitiger Kulturtransfer statt. Afrikanische Delegierte kaufen die Stoffe, Getzner fertigt sie nach Wunsch in 160 verschiedenen Farben und stetig erweiterten Mustern. An die 3000 sind es bis jetzt. Zurück in die Ausstellung. Die Masken, die die Getzner Mitarbeiter auf ihren Reisen geschenkt bekamen, hat Flatz über Augenhöhe aufgehängt und damit zurück in den Kreislauf geholt. Und jede der Maske ist sozusagen ethnisch zuordnenbar. Also wo sie herkommt, auf das Land, auf deren Ritualisierung, sind ganz unterschiedliche Masken dabei, es sind Repräsentationsmasken dabei. Hier sind sie wie Wächter an der Wand, Träger von Geheimnissen und Hüter ihrer kulturellen Herkunft. Eine Rauminszenierung, in der Flatz die Kulturen in Balance bringen will. Eine globale Utopie, die jedenfalls in Bludenz farbenfrohe Realität geworden ist. Und Wolfgang Flatz provoziert, auch wenn er hier bei mir im Studio sitzt. Ich muss leider sagen, Rauchverbot bei uns. Aber schönen guten Abend. Guten Abend. Na, sie brennt nicht mehr, wie wir sehen. Aber es ist eine Gewohnheit von mir, immer was im Mund zu haben. Nur ein Zahnstocher, seit ich nicht mehr Zigaretten rauche, rauche ich halt die Stumpen. Aber muss nicht angezündet sein? Muss nicht angezündet sein. Aber Sie haben das auch in anderen Fernsehstudios schon mal so probiert, oder? Nur nicht probiert, also als alter Raucher. Und ich glaube nur, Helmut Schmidt ist mir, und mir ist es erlaubt gewesen, seinerzeit im Studio in Mainz, im ZDF-Studio, wurden dann alle Brandmelder abgeschaltet. Wow. Aber es hat funktioniert. Aber dann hat man einen gewissen Status erreicht, kann man sagen, wenn man das schafft. Ja, Status ist mir egal. Ja, das glaube ich. Sprechen wir über Ihre aktuelle Ausstellung. Man muss sagen, die Bilder, die wir jetzt gesehen haben, doch recht friedlich im Vergleich zu dem, was man sonst von Ihnen gesehen hat. Sind Ihre wilden Zeiten vorbei? Ja, grundsätzlich würde ich es nicht sagen, weil ich immer kontextbezogen arbeite. Aber auch in der Arbeit ist eine Subversion, eben das Hinterfragen, wie wir mit Kulturimporten umgehen. Und die Kulturimporte sind ja keine klassischen Waren, sondern beziehen sich auf Ritualmasken oder Ritualgegenstände und kultische und spirituelle Dinge. Mhm. Und das habe ich sozusagen nett verpackt, ich würde mal so sagen. Oder nett? Aus Ihrem Mund? Ja. Nein, ich bin Ästhet und als Ästhet ist es naheliegend, dass du zumindest über die Oberfläche, über Ästhetik erreichst du ja jemand. Mhm. Dass er zumindest hinschaut und dass er sich dann Gedanken dazu macht. Anstöße gibt. Aber was war Ihre bisher aufsehenerregendste Performance? Ja, es gab zwei, die Geschichte gemacht haben. Eine 1979, auf einer sehr großen Ausstellung, die hieß Europa 79 damals in Stuttgart. Und da hat jeder Besucher, da waren 500 Besucher in dem Raum, hat einen Wurfpfeil gekriegt, auf dem fünfsprachig stand, der auf einer Karte geklebt war. Sie halten 500 D-Mark in bar, wenn sie das Ziel treffen.
Und es hat jeder die Möglichkeit gehabt, auf mich zu werfen. Ich bin nackt an der Wand gestanden, also ungefähr 3,5 Meter. Und der Erste, der getroffen hat, hat die 500 Mark damals gekriegt. Und dann gibt es eine ganz wichtige Arbeit, die auch um die Welt marschiert ist. Die habe ich 1990 in Tiflis in Georgien gemacht. Das ist die Arbeit, wo ich als Glockenklöppel zwischen zwei Stahlplatten in der alten Synagoge geläutet wurde. Geht es Ihnen da um Provokation des Publikums oder ist das ein innerer Drang? Wie kann man das beschreiben? Nee, es geht immer um Kunst. Und Provokation als Provokation ist uninteressant, langweilt mich. Aber dass du eine Sprache finden musst, dass sie sich berührt oder dass man mit ihr umgeht, das ist mir ganz wichtig gewesen. Aber wenn ich das so auch, ich habe auch Kunstgeschichte studiert, wenn man sich das mal anschaut, dann kann man es eigentlich von der Renaissance bis heute, dass jede gute Kunst in seiner Zeit, denkt man Michelangelo, die Sixtinische Kapelle, als er die nackten Geschlechtsteile gemalt hatte. Und dann einer seiner berühmtesten Kollegen sie mit schwarzen Fahnen übermalen musste. Also ich bin der Meinung, dass jedes gute Kunstwerk und jeder gute Künstler in seiner Zeit irritiert, verstört und vielleicht auch provoziert hat, aber Provokation. Es geht immer um Form. Und man muss eine Formensprache finden, die mit uns und mit unserer Zeit was zu tun hat. Und nicht auf das zurückgreifen, was wir alle schon kennen. Also den Mainstream zu bedienen. Den Mainstream zu bedienen. Status ist Ihnen egal, haben Sie heute schon gesagt. Ich sage dennoch vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute im Studio besucht haben. Jetzt dürfen Sie sich wieder die Zigarette anzünden, sobald Sie aus der Tür sind.